Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück bei Bioshock Remastered, bei den zusätzlichen Inhalten. Ich habe ja gesagt, wir gucken uns mal Welt der Schmerzen an. Zur Rettung der Little Sister. Oh, leicht, du bist ein Shooter-Neuling. Fortgeschritten, du hast bereits... Ich würde sagen, wir machen wie immer leicht, du bist ein Shooter-Neuling. Gucken wir doch mal, was da so auf uns zukommt. Ich kann Rapture fast nicht wiedererkennen. Sie sollten Leute auf dem Apollo Square eingekesselt haben, sagt Diane McNagle-Lintock. Ich habe Angst. Sander Cohens Kammer des Schreckens. Du musst die Little Sister retten. Aber zuerst musst du durch die 8 Türen der verdammten Auto Heilige. Okay, ich sehe hier schon etwas mehr Leben als beim anderen DLC. Die Little Sister möchte von dir gerettet werden, allerdings wimmelt es hier von feindlichen Kreaturen. Säubere alle 8 Kampfarenen, dann lässt sie dich rein. Hier gibt es weder Rätsel noch Vita-Chambers, hier heißt es nur töten oder getötet werden. Ganz ehrlich, da das so überhaupt nicht meine Art von DLCs sind, also solche Sachen mit Arena-Kämpfen sind gar nicht meins. Deswegen würde ich fast sagen, wenn wir hier versagen, wenn ich hier versage, dann unterbreche ich da einfach. Ich glaube, hier ist es ein Big Daddy. Hier sind es Spider-Splicer. Hier sind es vermutlich diese Psycho-Splicer. Hier sind es Drohnen, andere Drohnen. Ach du je. Wir sehen hier also in etwa, was uns bevorsteht. Ich habe Angst. Ich weiß gar nicht, was das Sinnvollste ist. Ich gehe einfach mal hier durch diese Türe. Und wie gesagt, wenn ich hier sterbe, wenn ich hier versage, dann lasse ich das einfach. Denn ich bin einfach nicht gut in solchen Sachen. Und ich muss das auch nicht gemacht haben, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Hier kann ich gar nicht rein. Kann ich hier rein? Muss ich erst mit dem Mädchen reden? Hallo, Klein. Bist du? Mädchen, wo bist du? Ach, da sind wir. Okay, wir haben... Ich könnte mal versuchen, das zu hacken. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Idee ist, das hier zu versuchen. Ach du je. Okay, das ist eine sehr, sehr blöde Idee gewesen. Ich glaube, ich bin gleich fast tot. Ja, das... Gut. Das ist so viel dazu, ne? Gatherer's Garden. Gen-Upgrade schließen. Wir können uns also Sachen irgendwann holen. Aber jetzt nicht. Habe ich denn Geld, damit ich mich heilen könnte? Nee, ich habe kein Geld. Das ist schön. Ich versuche mich mal kurz umzubringen. Damit wir von vorne anfangen können, weil ich glaube nämlich, heilen geht ja nicht, hacken. Hacken! Abgeschlossen, bitte töte mich. Ach Mist. Warte mal, ich müsste es neu starten können, oder? Neu starten, genau. Ja, bitte neu starten. War ja schon mal ein guter Anfang. Du kannst den Schwierigkeitsgrad jederzeit in den Optionen ändern. Das ist sehr beruhigend. Das ist wirklich sehr beruhigend. Kann ich das überspringen, bitte? Ja, kann ich. Sehr gut. Okay. Ich will gar nicht. Das ist wirklich die Art von DLC, die mir weder Spaß macht, noch die ich sonderlich gut finde. Hallo, kleines Mädchen. Rette die Little Sister und es sagt mir nicht, wo ich hin soll. Ich muss erstmal ausprobieren, wo wir als erstes hin können. Ich fürchte, ich muss da rein, weil das beleuchtet ist, oder? Ja... Ein einzelner Splicer, das ist sehr schön. Schraubenzieher, Pistole, Pistolenkugeln. Wo ist er denn? Wo ist die kleine Kretze? Bestimmt über uns, oder? Der ist bestimmt über uns. Es klingt, als wäre er über uns. Wo ist er denn? Wo ist die kleine Nulpe? Ah, nee, er ist hier bestimmt irgendwo. Da ist er. Fangisch Splicer abgeschlossen, das ist gut. Das heißt, wir haben im Prinzip ja schon den ersten Raum. Okay. Ich gucke erstmal, dass ich alles einsammle. Schauen wir erstmal das. Das war der, den wir töten mussten. Ah, ein Geschenk. Dankeschön. Oh, nein, ich wollte mich hier doch noch umgucken. Da bist du, die Sonne scheint. Da
alles, wenn es regnet. Okay. Oh, wow, jetzt haben wir so viele. Okay. Eine Waffe abgeben. Was nehmen wir denn da am besten? Womit habe ich immer ganz gern gekämpft? Das war, glaube ich, die Schrotflinte. Schadenssteigerung wäre, glaube ich, ganz gut. Film. Ach, hier können wir auch fotografieren. Ich weiß nicht, ob ich dafür so jetzt Zeit und Lust habe, wenn ich hier nicht ehrlich sein soll. Und ob das so gut ist, wenn ich das tue. Ich würde gerne Plasmide und alles bekommen. Kann ich nicht ganz viele Plasmide kriegen? Hier liegen auf jeden Fall Sachen rum, die ich liebend gerne mitnehme. Wir haben kein einziges Plasmid übrigens. Das ist echt beruhigend. Und ich hoffe, ich übersehe hier drin jetzt nichts. Man entschuldige, wenn ich mich hier wirklich gut umgucke, aber ich glaube, ich brauche wirklich alles, was das Spiel mir anzubieten hat. Hier kann ich, glaube ich, mich draufstellen, damit wir rausgehen. Und danach kann ich vermutlich nie wieder rein. Okay. Erster Raum fertig. Du hast deine erste Challenge bestanden, doch die nächste wird härter. Du hast zwar alle Waffen, musst dir doch noch Munition kaufen. In dem Fall würde ich sagen, ich nehme die Schrotflinte. Ich nehme den Schrot. Mehr kann ich mir gar nicht leisten, das ist schön. Aber egal, wir haben Schrot und Schrot ist gar nicht so schlecht. Da sind wir schon drin gewesen, da könnten wir also nochmal ran. Wo ist denn die nächste Herausforderung? Ist das die hier? Oh Gott, ist das ein Big Daddy? Ich glaube, dann habe ich mich für die falsche Waffe entschieden. Ich will nicht. Das wird so schief gehen. Aber wir könnten beim Gatherer's Garden was gucken. Security Bullseye, Insektenschwarm, Cyclone Trap, Photographer's Eye. Damage Research macht... Nein, nein, ich will es gar nicht kaufen, bitte. Erhöht Schadensboni durch Forschung? Will ich nicht. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht versehentlich. Eve Saver, Medical Experts. Das wäre doch ganz gut. Ja, bitte. Medical Expert fände ich ganz gut. Und statische Entladung eigentlich auch. Oder Körperpanzer wäre auch schön. Nehmen wir Körperpanzer. So. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch. Wir müssen jetzt hier rein. Da ist ein, ich glaube, ein Big Daddy drin. Ein einzelner Big Daddy. Und wir haben ein paar Verbandskästen. Und hier liegen auch noch Sachen rum. Oh, oh. Ich sag ja, wenn ich hier sterbe, dann lasse ich... Wir könnten jetzt noch ein bisschen mehr Munition kaufen. Können wir denn... Oder kann ich? Kann ich zurück? Ja, ich kann nochmal zurück. Ich würde nämlich gerne nochmal Schrot kaufen, weil ich nicht weiß, ob das sonst genug ist und reicht. U-Invent, da können wir gar nichts herstellen. Schließen. Hacken will ich ja auch nicht. Splittergranate wäre natürlich auch praktisch. Dann könnten wir wenigstens einmal so eine Splittergranate reinhauen. So. So. Splittergranaten gehen ganz gut. Ich würde ihm allerdings nur eine reinhauen wollen. Und danach auf den... Zack, Splittergranate und dann weiter auf die Schrotflinte. Schade, hätte mich doch auch zweimal looten lassen können. Okay. Ich werde so schnell sowas von gut versagen hier. Oh oh, das war blöd. Das war echt blöd. Okay, das war's. Der Bouncer ist tot und uns hat's kaum was gemacht. Das ist Glück gehabt. Ich hol mir das gleich. Ich will mich erst umgucken, bitte. Und ich würde Waffen-Upgrade... Ich würde wiederum die Schrotflinten, die Feuergeschwindigkeit erhöhen. Weil ich die Schrotflinte echt mag. Die macht ordentlich Schaden. Was ist mit dem Lutscher? Welt der Schmerzen. Dateien werden gespeichert. Da kriegen wir wieder Geld. Kein Adam, aber Geld. Hier hätte ich natürlich ihn auch sicher reinlocken können mit dem Ziel-Dummy. Wenn man das mal vorher wüsste, nicht wahr? Aber da liegt auch noch was drin zum Looten. Ich will das haben. Okay, ich will es doch nicht haben. Okay. Das war schön. Das waren 2 von 8. Wo geht's hier wieder raus? Da hinten geht's raus. Ich habe Angst, was als nächstes kommt. Du kannst versuchen, die übrigen Arenen in einer beliebigen Reihenfolge zu schaffen. Einige davon sind allerdings schwieriger als andere. Okay, ab jetzt dürfen wir, wie wir wollen. Das wird ja echt lustig. Ja, ich würde ganz gerne die Waffe laden.
Ich würde mir auch gerne einen Autohacker machen, wenn ich ehrlich sein soll. Kann ich mir einen Autohacker herstellen? Nein, kann ich nicht. Kann ich mir denn noch ein Plasmid leisten? Ja, ich kann mir irgendwelche Plasmide leisten. Das ist schön. Was hätten wir denn hier noch Hübsches? Wir könnten natürlich jetzt in Sachen investieren. Statische Entladung. Habe ich mir die nicht gekauft gehabt? Elektrohaut. 2. Schadet dir viel weniger. Elektrische Angriffe fügen viel mehr Schaden zu. Ich könnte jetzt natürlich auf Hacken gehen, aber ich würde ganz ehrlich gerne... Ich weiß gar nicht, was ich am ehesten möchte. Oh, Security Bullseye, das wird schrecklich. Wenn Kreaturen hiervon getroffen werden, werden sie von Kameras und Geschützen anvisiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt so praktisch ist. Damage Research will ich nicht. Eve Saver, Eve Link, Vending Expert. Variiert massiv die Preise, das nehmen wir einfach mal. So, Security Expert verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Geschützen, Bots und Kameras. Ich lasse das mal so. Jetzt haben wir es auf jeden Fall günstiger. Ja, das ist wirklich günstiger. Ich würde dann nämlich nochmal Schrot kaufen. So, schließen. Jetzt weiß ich nicht, in welcher Reihenfolge wir am besten vorgehen sollen. Den hatten wir schon, oder? Du hast jetzt genug Bestandteile, um ein Objekt herzustellen. Suche jetzt nach einer EU-Invention. Alle Arten von Big Daddies. Ach du je. Was ist hier? Alle Arten von Gegnern. Oh, ich will gar nicht. Waren wir hier schon drin? Houdini Splicers. Sers, Mehrzahl. Steht da wie viele Sicherheitsbots? Ich sehe auf jeden Fall, was ich schon... Ich glaube, ich gehe hier zuerst rein. Spider Splicers. Wir gehen mal zu den Spider Splicers. In der Hoffnung, dass wir die erledigt bekommen. Ach du je. Das kann ja heiter werden. Aber die Spider Splicer konnten wir eigentlich relativ gut... Sind die hässlich? Kann ich die auch so fotografieren? Ja, kann ich. Das ist ja cool. Ah. Verstehe. Verstehe. Deswegen die Kamera. Und ich meine, wir haben die ja hier immer... Ja, sehen die ja immer von oben. Das heißt, wir können eigentlich immer die Forschung relativ einfach... Solange wir genug Fotos machen können... Erhöht Schaden. Das würde ich jetzt aber auch sagen, reicht. Das sind nicht hier die Dinger und dann gehen wir hier runter. Da komme ich, glaube ich, her. Hier muss ich hin. Die haben sich eigentlich immer recht gut abschießen lassen. Also probieren wir doch hier einfach mal unser Glück. So, der erste ist schon mal weg. Wo ist die nächste? Da drüben sehe ich eine. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Spider-Splicer es sind, aber es muss mindestens noch eine geben. Sonst wäre ja die Aufgabe schon erledigt. Wo ist sie? Wo ist die? Wo ist die dumme Kuh? Montagen? Hätte ich jetzt gar nicht nehmen müssen, Mist. Wo ist die Dame? Moment. Die finden wir noch. Da ist sie. Jawohl, da haben wir sie noch erwischt. Es kann nur sein, dass wir auch noch mal eine... Da hinten sehe ich noch eine. Wo waren die jetzt? Wo ist die jetzt hin? Ich hab sie doch eben gesehen. Da hinten war sie. Okay, die ist auch weg. Läuft bisher besser als befürchtet. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen schweige und wenn ich nicht viel sage. Das war's, glaube ich. Der Ton heißt doch, wir haben es geschafft. Puh, das waren
Bandagen brauche ich eigentlich gar nicht. Ich lasse die mal hier liegen, wenn ich die Wahl habe. So, ich nehme mal schon mal das Geschenk von ihr an. Damit speichert es. In der Hoffnung, dass es uns jetzt hier nicht abstürzt. Ja, ja. Ja, kleines Mädchen. Also bisher geht es. Ich fürchte aber, dass es nur eine Frage von... Ich fürchte, dass es nicht so bleiben wird. Ich meine, wenn ich denke, alle Arten von Big Daddies, ich fürchte fast, da brauche ich sehr viel mehr... Oh, es ist eklig mit den Fliegen. Ich fürchte fast, da werde ich sehr, sehr, sehr viel mehr... Dinger brauchen. Film nehmen wir noch an uns. Ich verstehe den Photographer's Eye. Ich verstehe jetzt, warum man den bekommen kann. Warum es sinnvoll ist, sowas auszurüsten. Ich verstehe es, ja. Okay, momentan geht es uns aber gut. Wir haben... Ich könnte aber immer versuchen, zweimal die Viecher so weit zu fotografieren. Da hinten noch. Bandagen. Und ich habe hier nochmal was blinken sehen. Nochmal Bandagen. Bringen uns auch nichts. Dann gehen wir erstmal wieder... Ups, weg. Ich schau mal eben noch, ob ich die ganzen Splicer gelootet habe. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Da wäre eine Medi-Station. Hacken wäre natürlich auch toll. Aber dafür bräuchte ich tatsächlich diese ganzen Hacking-Plasmide. Puh. Ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen werden. Wir haben jetzt 3 von 8. Es wird immer schlimmer werden. Alle Arten, das haben wir durch. Ich probiere es mal mit den Bots, glaube ich. Und ich würde ehrlich gesagt wieder gerne gucken, was wir an Plasmiden kaufen können. Schauen wir doch mal. Wir haben wieder 110. Ich kann nicht mein Ranch Jockey Human Inferno... Statische Entladung. Wenn du getroffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag ab und fügst jedem in der Nähe Schaden zu. Elektrohaut, Elektrizität, Clever Inventor. Das wäre natürlich auch praktisch. Security Expert. Ich glaube, wir müssen uns auf irgendwas konzentrieren. Der Electro Bolt wäre natürlich praktisch. Auf die Weise... Bei Gegnern im Wasser verheerend. Security Bullseye. Ich glaube, ich nehme mal den Electro Bolt, auch wenn er sehr, sehr teuer ist. Aber der verschafft uns etwas mehr Zeit. Und jetzt kaufen wir hier noch Schrot, würde ich sagen, wieder. So. Okay. Ich versuche mich jetzt mal an den Drohnen, glaube ich. Oder sollen wir uns an den hier probieren? Den Houdini-Splicers, das wäre natürlich auch schön. Aber die konnte man mit Feuer gut besiegen. Vielleicht kriege ich ja nachher Feuer zusammen. Die habe ich auch noch nicht. Das sind alle Arten von Splicern. Hier gab es alle Arten von Big Daddies. Und was gibt's hier? Labyrinth der Sicherheitsgeschütze. Ach du Heilige. Ich will nicht. Ich möchte nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier zu den Bots. Das ist mir, glaube ich, gerade das Liebste. Sicherheitsbots. Yay, yay, yay. Kann ich die auch fotografieren vorher? Was war das für ein Geräusch? Ich bin doch gerade zu den Sicherheits... Ach du, da ist ein Big Daddy. Warum ist da ein Big Daddy drin? Ich bin doch zu den Sicherheitsbots gegangen. Hilfe. Erhöhter Schaden. Und Bouncer sind anfällig für panzerbrechende Munition. Kann ich nicht einfach... Ich hab keinen Film mehr. Mist. Das war jetzt nicht so klug. Oh, das ist jetzt alles schlecht. Das ist eine gute Frage. Aber ich bin irritiert. Ich dachte, wir hätten die Sicherheitsbots und jetzt steht da ein Bouncer rum. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht ganz so sehr. Okay. Hier sind auf jeden Fall Sachen zum Sammeln. Cold Storage. Oh, oh. Aua! Ich weiß auch nicht, wie viele wir jetzt hiervon besiegen müssen. Oh je, wo ist denn jetzt hier wieder was? Sind wir jetzt durchs erste schon durch?
könnte die hacken, aber das kann ich leider nicht. Ich fürchte fast, in jedem Raum, wo ich reingehe, werden uns irgendwelche Bots begegnen. Hier sollte ich Feuer haben. Feuer wäre echt praktisch gewesen. Hätte ich das mal gewusst. Hätte ich das mal gewusst. Ich habe auch überhaupt keine Orientierung gerade. Da ist ein Big Daddy. Mit dem möchte ich mich eigentlich gar nicht anlegen, wenn ich ehrlich bin. Waffen-Upgrade. Was haben wir denn noch Schönes? Ich würde gerne den Granatenwerfer den Schaden steigern. So selten ich ihn sicher irgendwann benutze, aber... Wo war ich denn? Ich hätte Feuer kaufen sollen. Mist. Und ich weiß nicht, wo ich bin und wo ich hin muss. Da bin ich runtergekommen. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier entlang. Was? Ich halte niemanden für leicht durchschaubar. Schon gar nicht dich. Steh auf, komm, ich will dich abschließen. Oh Herr, ich hab dich für Geld verraten. Und was hab ich jetzt davon? In der Hoffnung, dass es mir ein paar von diesen Bots erspart. In der Hoffnung, dass es mir die erspart. Okay. Ich weiß gar nicht, muss ich hier den Bouncer töten? Und wenn ja, wie soll ich das denn anstellen? Und wo war die Leiche eben? Die würde ich gerne plündern. Da war ich drin. Kann ich hier durch? Ich habe den doch hier irgendwo durcherschossen. Da habe ich ihn durcherschossen. Okay, das geht schon mal nicht. Aber wenn ich hier gleich um die Ecke irgendwo könnte, wäre mir das sowas... Ha, ich komme da nicht hin. Okay, ich glaube, ich muss den Big Daddy töten. Ich fürchte fast, sonst komme ich hier nicht weiter. Okay, der Big Daddy ist schon mal Geschichte. Kommen wir jetzt sicher nach Hause? Das war's? Okay. Aber hier müsste doch eine Leiche für mich liegen. Da, eine Leiche. Uff. Und ich glaube, wenn ich hier... Feuer hätte, wäre das super. Wo ist meine kleine Schwester? Da ist meine Little Sister. Uff. Okay. Hier unten habe ich jetzt, glaube ich... Ja. Ich weiß, wir könnten uns halten. Ich versuche jetzt mal... Ich gucke mal eben, ob wir Feuer und Feuerplasmid haben. Das wäre nämlich gegen die Houdini-Splicer sehr praktisch. Houdini-Splicer. Ich hätte gerne... Feuer abfackeln zwei hier. Mach deinem Gegner Dampf. Das hätte ich ganz gerne. Mehr kann ich mir natürlich nicht leisten, aber ich glaube, ich habe wieder Geld. Ja, ich habe wieder Geld. Ich würde mir dann wiederum hier Schrot holen. Und jetzt gehen wir mal dahin, wo die Houdini-Splicer sind. Denn ganz ehrlich, die Houdini-Splicer sind kleine Mistviecher. Aber die waren anfällig gegen... Gib dein Geld an einem Verkaufsort. Die waren anfällig gegen Feuer. Warte mal, so und so. Gut. Wir haben nur keinen Film mehr, sonst könnte ich gleich unser... Ach du je. Ach du Heilige. Ich erinnere mich wieder, warum ich Houdini-Splicer nicht mochte. Okay. Wir haben ja keine Wahl. Und notfalls... Die jetzt da unten ist eine. Okay, die ist tot. Das Schöne ist, wenn ich sie sehe, ich habe ja im Spiel die Erfahrung gesammelt, was gegen welchen Splicer halbwegs gut funktioniert. Deswegen Houdini, Feuer, klappt in der Regel ganz gut. Wenn ich sie entdecke, bevor sie uns erwischen. Und wenn ich mal wüsste, wie wir hier hinkommen, dass wir die auch erwischen können. Hier muss ich irgendwie vorbei. Da war noch eine. So eine creepige kleine Houdini-Splicer-Gestalt. Oh,
bin gerade ein bisschen angespannt, ich gebe es zu. Denn ich will es ja natürlich eigentlich... Das ist so ein Elektro-Houdini, gegen den hilft, glaube ich, das hier herzlich wenig. Ich weiß jetzt... Ich hätte so gern einen Counter, wie viele das... Okay, die eine lebt aber noch. Aua. Nein! Oh verdammt, das hat wehgetan. Ich muss mich mal einmal heilen. Aua. Oh, oh. Das... Irgendwo, wo ich hoffentlich sicher bin. Gut, ich wollte gerade sagen, wir müssen mal Plasmid nachtanken. Die kann ich auch plündern, wenn ich die Leichen finde. Das ist gut. Und ich war leider sehr unvorsichtig und bin dann runtergefallen. Das war echt doof. Das war echt blöde. Da unten ist... Da ist sie. Ich hoffe, wir haben die bald alle. Ich meine, bisher schlagen wir uns, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt einen Verbandskasten gebraucht. Aber hier muss noch irgendwas sein, glaube ich. Mindestens eins. Sonst wäre es da hinten ja schon so, dass wir es looten könnten. Oh, da waren wir schon fertig. Okay, jetzt würde ich gerne die Splicer finden und sie looten. Und wir haben es geschafft, oder? Ja, es ist grün. Gut. Hätte ich doch nur einen Lutscher. Oh, kleines. Wenn ich einen hätte, würde ich ihn dir geben. Ich nehme mal Bandagen. Und ich hätte gerne noch eine Eve-Spritze. Ich hätte so gerne. Oh Gott. Wir werden das nie im Leben schaffen. Wir werden das im Leben nicht schaffen. Bubbles, wenn die Sonne scheint. So. Bubbles, wenn es regnet. Wir sind wieder komplett geheilt. Jetzt hole ich mir hier das Geschenk ab und speichere damit. Uff, wir haben jetzt wie viel? 4 oder 5 von diesen Räumen? Auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld für Neues. Wobei wir gerade gar keine neue Munition brauchen. Wir haben jetzt, ich zähle mal ganz kurz nach, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Uns fehlen nur noch 3 Räume. Also hier sind alle Arten von Splicern drin, das ist gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt alle Arten von Splicern und laden hier einmal schnell nach. Denn danach fehlen noch alle Arten von Big Daddies und das Labyrinth der irgendwas. Ich hole mir jetzt auch gar nichts Neues. Wir gehen jetzt einfach ganz mutig rein. Alle Arten von Gegnern. Ach du je. Okay. Big Daddy ist auf jeden Fall auch dabei. Ging aber auch mit dem Töten von denen. Die Folge wird ein bisschen länger. Dafür war die letzte ein bisschen kürzer. Jetzt gerade beschlossen, in diesem Moment, dass ich daraus einzelne Folgen machen muss. Ich hoffe, wir schaffen das, ehrlich. Ich hoffe sehr, wir schaffen das. Was? Wieso bin ich verletzt? Was schießt denn da auf uns? Na toll, das war ein Houdini-Splicer. Na komm wieder her. Okay. Der hat aber noch gelebt.
Der hat noch gelebt. Und da oben... Ach nee, das ist, die liegt oben. Oh. Das war Nitro-Splicer. Aua. Das ist der Big Daddy, um den würde ich mich gerne am Schluss kümmern. Das war ein Houdini-Splicer, den sehr schön aus dem Leben gehauen hat. Aber hier muss nochmal irgendwas sein. Okay. Aua. Okay. Ich sammle... Ich heile mich mal eben, weil wir ja... Es tut mir furchtbar leid, wenn ich gerade so viel schweige. Es tut mir ganz, ganz ehrlich leid. Ich würde mich jetzt einmal kurz um den Big Daddy kümmern wollen. Moment, liegen hier vielleicht Filme? Nö. Ich höre auf jeden Fall noch andere Sachen. Es ist nicht nur der Big Daddy. Es ist nicht nur der Big Daddy, der noch übrig ist. Hier ist, glaube ich, auch noch irgendwo eine Spider-Splicerin oder sowas. Wir gucken einfach mal. Wir finden die schon. Oh, hier kann man ja wieder Sachen verbessern. Das ist gut. Was nehmen wir denn da? Granatenwerferschaden, Rückstoß, Pistole, Schadenssteigerung vielleicht durch... Nehmen wir noch das hier. So nach und nach meine Lieblingswaffen durchgehen. Ne, Bandage brauche ich gerade nicht. Wo ist er? Wo ist der Big Daddy? Na komm schon. Stirb. Okay, das war's schon. Sehr gut. Oh, damit hätten wir jetzt 6 von 8 Räumen. Ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Mir fehlt nur langsam das Eve. Ich müsste jetzt ganz, ganz dringend Eve kaufen. Ich glaube, Eve gab es hier... Ja, ich muss echt ganz dringend an Eve kommen. Das ist das, was wir jetzt ausgeben werden. Geld für Eve. 2, 3 Spritzen. Es gibt doch... Ja, wunderbar, Eve gibt's. 5-mal Eve, sehr gut. Schließen, was nehmen wir noch? Wir könnten noch irgendein... Hier, irgendein Dings, irgendein Plasmid könnten wir noch kaufen. Den Eve-Saver zum Beispiel. Wir brauchen weniger Eve und Verbandskästen, das nehmen wir. Sind wir eigentlich hier? Sport Boost. Okay. Und den Eve Link hätte ich auch ganz ge... Ach du je. Medical Experts. Eve Saver. Ich weiß nicht mehr, was der Sport Boost gemacht hat, aber... Scheinbar stapelt es sich wirklich, sonst würde es ja kaum... Gucken wir doch einfach mal. Sport Boost war für was zuständig? Schwing den Schraubenschlüssel schneller. Okay, das ist nicht ganz so wichtig. Den benutzen wir ja kaum noch. Aber es ist nett, dass man den am Anfang bekommt. Ich würde jetzt noch MG-Patronen, ehrlich gesagt, kaufen. Denn MG haben wir ja auch eine Schadenssteigerung benutzt. Und jetzt in Gatherer's Garden noch gucken, was wir da ausgeben könnten. Puh. Also ganz ehrlich, das ist böse. Telekinese hat sicher auch seine Daseinsberechtigung. Photodamage Research, Forschung... Fließgeschwindigkeit beim Hacken. Ich lasse mal alles mit Hacken einfach weg. Statische Entladung wäre ganz gut. Human Inferno 2 sicher auch. Damit wären wir bei 90. Dann hätten wir noch 30. Davon kann ich mir ja fast nichts leisten. Security Bullseye. Ich lasse es mal eben. Und wir gucken mal, was eigentlich noch fehlt. Das ist hier drüben. Alle Arten von Big Daddies. Ach du je. Das war doch hier, oder? Alle Arten von Big Daddies. Dann würde ich ganz gerne nochmal Granaten kaufen, wenn ich ehrlich bin. Hier, ich würde ganz gerne nochmal Splittergranaten kaufen.
Nein, wir haben keine Granaten. Ach du je. Okay, das wird jetzt übel. Das wird jetzt übel. Alle Arten von Big Daddies. Wir werden sowas von sterben. Andererseits, wir haben natürlich... Wir haben ja, finde ich hier vielleicht noch irgendwie Geld? Bitte. Geld. 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 Irgendwo Geld. Irgendwo Geld. Bisschen Geld. Nein. Ah, es ist so furchtbar. Okay. Uns bleibt ja nichts anderes übrig als... Der erste Big Daddy ist schon mal Geschichte. Und ich habe zwei verschwendet, statt nur einer. Das heißt, es wird jetzt ganz, ganz übel werden. Ich wollte eigentlich nur eine Splittergranate verbrauchen und die zweite gar nicht. Okay, der zweite ist hinüber. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene... Ach, da ist ja noch einer. Jetzt habe ich keine... Moment, mach mal so. Nein, ich habe keinen Schrot mehr, verdammt. Oh, oh. Oh, das ist jetzt ganz fies. Das ist jetzt ganz fies. Ich habe keine Munition mehr. Das ist aber jetzt echt nicht schön. Wie soll ich denn da am Schluss noch durch das Labyrinth durchkommen? Und wie viele Big Daddies erwarten uns hier überhaupt noch? Und wo ist der andere, den ich umgebracht habe? Hier war noch mal einer. Da war doch... War hier nicht noch einer? Also ein dritter irgendwo? Ich würde den gerne... Moment, da liegt doch noch was. So, Rosie. Okay, da vorne ist noch einer. Oh. Das war ein Elite-Bouncer. Und damit sind wir hier durch. Okay. Dann fehlt jetzt noch... Der böse Mann ist fort, Mr. B. Der letzte Raum. Ach du je. Puh. Ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, unsere kleine Schwester zu retten. Ich hoffe es sehr. Ja, ja. Einmal noch. Das ist jetzt... Wie heißt das Ding? Ich muss es mir einmal ganz kurz angucken, das letzte. Das ist das hier, was noch fehlt. Das hieß da... Labyrinth der Sicherheitsgeschütze. Das heißt, jetzt wären vermutlich diese ganzen Sachen da praktisch gewesen. Ich werde mal gucken, dass wir nochmal Munition, und zwar nochmal Schrot am besten holen. Wir haben eigentlich noch genug Heilgegenstände. Ich habe diesen... Ich könnte auch Bolzen mit Stahlspitzen kaufen. Davon können wir auch 48 tragen. Aber ich habe... Nee, ich habe ja Schrot, habe ich ja aufgewertet. Jetzt habe ich keinen mehr. Okay. Ich kann hier noch einmal meine Plasmide ausgeben. Ich würde ganz gerne Elektrohaut. Elektrizität schadet uns weh. Oder machen wir... Nein, ich weiß was. Wir machen den Ziel-Dummy. So. Lenken Sie Ihre Gegner ab? Ja, ja. Wir machen den Ziel-Dummy. Damit können wir ein bisschen... Damit können wir uns ein bisschen von uns ablenken. Außerdem hätte ich ganz gern die statische Entladung. Und eventuell die Elektrohaut, Human Inferno. Ich weiß gar nicht, eins von beiden vielleicht. Security Expert? Nein. Ah, das wird schwierig. Das wird jetzt echt schwierig. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ja, ja, Munition kann ich mir nicht leisten. Wir haben ein bisschen Plasmid. Wir haben andere Sachen. Hoffen wir einfach mal das Beste. Natürlich ist es nicht genug mit den Dingern. Wir müssen einfach durch... Ah. Es wäre zu schön gewesen, wenn es nur Geschütze gewesen wären. Aber natürlich sind es nicht nur Geschütze. Und natürlich wäre jetzt Hacken so praktisch in diesem Ding hier. Da vorne ist ein Geschütz.
Okay, warte, den kriegen wir. Da ist nur noch einer. So. Wir schaffen das, wir schaffen das. Wir retten die Little Sister, egal wie lang die Folge wird. Wobei, ich muss ehrlich sagen, wenn wir jetzt sterben, dann sind wir schon weit gekommen. Sehr viel weiter, als ich gedacht hätte. Oh, da ist ja noch so ein Ding. Ah, wo sind denn hier überall welche? Ich weiß nicht, ob das da hinten schon komplett kaputt ist. Aber hier muss... Genau, das ist auch mal eins. Okay. Ich kann ja diese Dinger auch noch... looten. Und ich höre es schon pfeifen überall. Wir müssen nur noch einmal überleben. Nehmen wir hier doch schon mal den Verbandskasten mit. Okay, der ist auch weg. Montage, sei mein. Ich habe einen Big Daddy irgendwo gesehen. Das heißt, ich muss auch irgendwie noch mit dem Big Daddy klarkommen. Da vorne ist er schon. Hoppala. Okay. Wir haben es bald, wir haben es bald. Und notfalls, falls alle Stricke reißen, haben wir für den Big Daddy noch Plasmide. Ich würde auch sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal um den Big Daddy, damit er einfach aus dem Weg ist. Denn ganz so viel Schrot habe ich nicht mehr. Ich würde erstmal hier kurz einen Zieldummy für den aufstellen. Mal hier. Und jetzt würde ich dich gerne... Nein, wieso gehst du nicht auf den Zieldummy los, du dummes Tier? Entschuldigung. Das mit dem Tier kam jetzt voll falsch. Oh oh. Die Musik gefällt mir nicht. Sollte die Musik nicht netter werden, wenn ich was besiegt habe? Wieso wird denn die jetzt fies? Wieso wird denn die Musik total fies, wenn ich hier Dinge besiege? Oh. Haben wir es jetzt geschafft? Ich höre den Erfolgston. Oh, da wäre ein Waffen-Upgrade gewesen. Rückstoß verringern, ist schön. Habe ich es jetzt geschafft? Haben wir jetzt die Little Sister? Wo ist der Ausgang? Also, falls wir es jetzt geschafft haben, bin ich gerade im siebten Himmel. Denn dann bin ich sehr glücklich, weil wir es geschafft haben. Bubbles, wenn die Sonne scheint. Ja. Bubbles, wenn es regnet. Oh, ich glaube, wir haben alle acht geschafft, oder? Wir haben es doch geschafft. Yay! Dollar gesammelt. Schnell hier raus, wenn ich ehrlich sein soll. Habe ich es jetzt hinbekommen? Ist meine kleine Sister frei? Oder was kommt jetzt noch? Was kommt jetzt noch? Was war das? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was ist denn jetzt noch? Es war klar, dass es nicht so einfach werden würde. Es war so klar, dass es nicht so einfach werden würde. Aber Leute, so haben wir eigentlich nicht gewettet. Ich wollte jetzt fertig sein. Ich wollte jetzt fertig sein und meine kleine Schwester retten. Da kommt noch so einer. Dreckige. Okay, die geht zum Glück schnell runter. Ach, da ist noch einer. Wie viele denn noch?
Oh, lass mich raten, es tauchen auch gleich noch Big Daddies und alles auf. Natürlich. Natürlich tauchen noch Big Daddies auf. Natürlich. Hab ich's jetzt bitte geschafft? Komm schon, lass meine Little Sister frei. Oh, bitte, bitte. Das war fies. Das war echt gemein. Ich war jetzt doch darauf gar nicht eingestellt. Jetzt habe ich Angst, da nochmal hinzugehen. Jetzt habe ich Angst, da nochmal hinzugehen, bevor ich die Sachen eingekauft habe, weil wir sonst garantiert tot sind. Ich will Munition kaufen für meine Maschinen. Und ich möchte bitte hier noch irgendwas zum Heilen kaufen. Ach nee, warte, Verbandskästen haben wir noch. Die Spritze würde ich gerne noch kaufen. So, schließen. Wie fies! Bist du jetzt frei oder muss ich noch 50 andere Runden über... Oh, jetzt darf ich sie einsammeln. Danke, Mr. Bubbles. Yay, wir haben es geschafft. Wenn die Sonne scheint. Ja, schön. Bubbles, oh, Gott sei Dank. Welt der Schmerzen haben wir auch abgeschlossen. Zeit für Bonus. Ja, klar, als ob ich das so schnell... Da gab es auch Rosen. Alles klar. Wir haben auch Welt der Schmerzen geschafft. Das heißt, jetzt in der dritten Folge gibt's dann einfach noch eine schockierende Wende. Dann hoffen wir, dass wir das auch noch hinbekommen. Dann sind es unsere drei kleinen Bonus-Episoden. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Es tut mir furchtbar leid, dass ich hier so leise war. Aber das ist überhaupt nicht meins. Einfach nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das ist mir viel zu viel Geballere. Ihr erinnert euch vielleicht an die eine Folge, wo ich schlechte Laune bekommen habe, weil auch überall Gegner kamen. Ist überhaupt nicht meins. Ich bedanke mich aber sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal bei der letzten hoffentlich Folge von einer schockierenden Wende dann noch dabei seid. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich sag bis dahin. Bye, bye.